als Schüler sofort, meine Tochter hat es ausprobiert, hat sie in die Schule mitgenommen, hat erst eine verbotene Augenmitschnitt angefertigt, einfach nur als Prinzip. Und hat dann zweitens das ihren Mitschülerinnen gezeigt und die waren recht beeindruckt von der Idee, sie müssen keine Angst mehr haben, wenn sie das benutzen könnten. Und sie haben Angst. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Sie haben immer Angst, was zu verpassen und dann kommt die Schulaufgabe, aber dann hätten sie es notiert und sie könnten sagen, was wurde gesagt, klicke ich drauf, dann höre ich es und jetzt kann ich mich natürlich auch noch darüber verständigen mit anderen. So, das ist jetzt deswegen interessiert es mich jetzt hier besonders. Ich meine, wir können uns überlegen, was man mit dem Real machen kann. Es gibt Lehrer, die damit jetzt ein bisschen experimentieren, aber so richtig weit in dem Sinne sind wir damit noch nicht. Ich persönlich denke, es ist eigentlich ein Schülermedium. Also ich suche immer nach Schülermedien. Man muss ja sehr stark unterscheiden zwischen Lehrermedien, das ist ein klassisches Lehrermedium, und Schülermedium. Das ist ein Schülermedium. Eigentlich sollte es theoretisch sein, in einer idealen Schule hätten die sowas, finde ich. Da kann man tolle Dinge damit tun. Man kann noch alle möglichen Sachen damit machen. Man kann Animationen im Grunde machen. Also wenn ich was zeichne, dann ist das ja aufgenommen als Zeichnung. Und die Zeichnung kann ich hinterher in einem PDF speichern und das PDF ist ein Multimedia-PDF, das heißt, das kann jeder ruft es auf mit seinem ganz normalen Reader, klickt drauf und dann spielt es ab. Es spielt übrigens auch Ton ab, also PDFs können Ton spielen, was ich nicht wusste vorher. Also die Aufnahmen sind dann PDFs. Ich teile das Ding, schließe ich dann an den Computer an, der saugt es automatisch rüber, da muss ich gar nichts machen, dann ist es dort. Dann muss ich irgendwie halt exportieren als PDF. Wenn man es mal gemacht hat, dann ist es nicht schwer. Und dann habe ich ein PDF und dann kann ich das verlinken, hochladen, was immer damit tun. Okay, also erstmal wollte ich Ihnen das Ding einfach nur zeigen, weil ich es total faszinierend finde. Zweitens als Denkwerkzeug sozusagen. Das ist jetzt ein analoges, ein hybrides Teil. Der ist analog und digital. Ich nehme auf, ja, das stimmt, ich habe jetzt das auch aufgenommen auf Papier. Aufnehmen gibt es ja auch in Protokollen, also das heißt etwas aufnehmen, Protokoll aufnehmen. Also ich habe tatsächlich aufgenommen, also mal jenseits der Tatsache von digital ist noch gar nicht, analog aufgenommen. Und ich habe es digital parallel aufgenommen. Und der Unterschied vom Digitalen zum Analogen, können wir uns den Gedanken machen, also muss ich jetzt nicht, kann ich jetzt theoretisch Vorträge halten, lasse ich das aber. Aber das wollte ich zeigen. Und von daher, das war sozusagen ein Einstieg, mit dem ich da reingehen wollte. Das zweite Teil, das ich mitgenommen habe, ist mein Kindle. Den habe ich jetzt seitdem, das ist jetzt schon der von der vorigen Generation, wobei sich der eigentlich nicht verändert hat, den gibt es immer noch. Ich mag total gern, dass er die Tasten hat. Ich persönlich, ich habe gar kein Touchgerät bis jetzt. Ich meine, es ist schon eine hübsche Idee zu sagen, ich kann da so wischen. Der hat Pfeile links und rechts, also ich klicke dann. Aber im Grunde mag ich dieses reduzierte Ding ganz gerne. Also ich mag eigentlich, dass er schwarz-weiß ist, total, das habe ich von Anfang an komplett begeistert. Es hat mein Leseproblem gelöst eigentlich. Ich hatte ein massives Leseproblem. Ich bin ja eigentlich Literaturwissenschaftler. Das heißt, ich habe 20 Jahre meines Lebens nur Literatur analysiert. Ich bin also habilitierter Literaturwissenschaftler und habe dann hingeworfen. Das ist jetzt her 1999 alles. Und bin dann erst ins Internet gegangen, also ich war nie im Internet vorher. Ich habe auch mit Technik nichts am Hut gehabt, also ich bin klassischer Geisteswissenschaftler, mich interessiert das alles im Grunde überhaupt nicht. Also mich interessieren nur Geräte, mit denen ich irgendwas machen kann, was mich interessiert. Und der Stift, mit dem kann ich irgendwas machen, dieses Teil interessiert mich. Computer habe ich in dem Moment angefangen zu interessieren, wo ich gemerkt habe, ich kann was damit tun. Also vorher waren es halt Schreibmaschinen und dann war auf einmal das Internet da und das hat mich dann schon weggeblasen, muss ich ehrlich sagen. Also das war vollkommen irrsinnig, vor allem das Vernetzungsmäßige. Ne? Also ich als Forscher von der Uni bin ich ins Internet gegangen und hatte sofort das Gefühl, so hätte Forschung immer sein müssen. Wieso war das nicht so? Warum kann ich nicht einfach irgendjemand sofort ankontakten und eine Frage stellen? Also ging es damals irgendwie um Wittgenstein und Knowledge Landscapes, das weiß ich noch, das war so ein Schlüsselerlebnis. E-Mail an einen amerikanischen Professor in Chicago, Carnegie Mellon University, wo hat er das her? Da hat er eine Idee gehabt, in einem Paper. E-Mail, damals war E-Mail noch ein Web 2.0-artiges Instrument. Dann habe ich den also angemailt und einen Tag später war die Antwort da, Vorname Martin und so ging es los. Ja. Ganz großartig. Ich dachte, super, so muss es sein. Ne. Das ist Scientific Community. So müsste sich das anfühlen und jeder kann das. Also ich hätte das als Schüler auch gekonnt und er hätte geantwortet. Da musste ich einen Tonfall können, auch die haben ja einen anderen Tonfall, musste ich dann auch lernen. Also E-Mails werden anders geschrieben, also dieser amerikanische Tonfall funktioniert wunderbar, Vorname,
ganz, ganz, ja, informell und trotzdem höflich. Ne? Und wenn man diesen Ton drauf hat, geht es auf einmal fließt es. Übrigens auch die Erfahrung, die ich im Web 2.0 mache, man muss diesen Tonfall irgendwie lernen. Wenn man den Tonfall hat, funktioniert es super. Okay, jetzt, das war jetzt schon das dritte Gerät. Das dritte Gerät war also sozusagen mein Web 2.0 PC sozusagen. Mit allen möglichen Software drauf und ich als fanatischer Leser und Schreiber, ich lese ja natürlich schon die ganze Zeit, also ich wollte von diesem Leseproblem erzählen. Als ich dann im Internet war, habe ich natürlich manisch gelesen im Internet, nur ich war immer lesesüchtig. Irgendjemand, Katrin Passig, die Schriftstellerin, übrigens auch im Internet, extrem gut ist, falls Sie sie nicht kennen sollten, googeln und nachschauen, schreibt auch viel über digitale Dinge. Katrin Passig hat vor kurzem gesagt, sie war immer lesesüchtig, sie hat immer auf dem Klo die Zahnpastatuben gelesen und wenn es sein muss, rückwärts dann, wenn sie es vorwärts schon gelesen hatte. So ungefähr war es bei mir auch, also ich habe halt alles gelesen, was irgendwie schwarz-weiß war. Und im Internet, das kann man ja nicht auslesen, also ich meine, das ist eine Aufgabe dann. Also du kommst rein und es gibt unfassbar, unendlich viel zu lesen. Irgendwann war ich dann auch gewöhnt, auf Bildschirmen zu lesen, also man am Anfang natürlich noch höheren Bildschirme und so, also das hat sich dann alles mit der Zeit verändert. Am Anfang habe ich ausgedruckt, wenn irre, also ich glaube 3 Jahre lang habe ich wahnsinnig viel ausgedruckt. Ich hatte irgendwie Glück, weil ich so einen Drucker hatte, mit dem ich nicht zahlen musste. Und hatte dann Stapel Zeug, das ich natürlich nicht gelesen habe. Irgendwann hatte ich mich dann so weit trainiert, dass ich es jetzt wirklich am Bildschirm kann. Also ich kann am Bildschirm lesen. Aber, das war jetzt komme ich zum Kindle zurück, ich hatte trotzdem Probleme. Es gibt viele, viele Blogs, ganz großartige, die tendenziell doch längere Blogposts haben. Die sind kürzer als das, was wir gewohnt waren, von Artikeln zu lesen. Aber es ist immer noch länger. Mehr als 3 Paragraphen. Muss ich scrollen. 6 Paragraphen. Da fängt es dann irgendwie an, unmöglich zu werden. Und wenn das jetzt noch ein bisschen komplexer ist, dann denkt man sich, ich lese das zwar jetzt am Bildschirm, ich überfliege das, ich kann es ja gut überfliegend lesen, logischerweise als Lesesüchtiger, aber trotzdem, es ist noch nicht so, das ist es, irgendwie müsste, man hat das Gefühl, es bleibt nicht viel da, also irgendwas muss ich damit machen, keine Ahnung, ne? Also es funktioniert trotzdem nicht. Also ich erkenne, dass das super ist, ich möchte das auch unbedingt ganz genau lesen, ich will das irgendwie verarbeiten, das geht aber nicht. Ja, und das war einfach ein Problem, das hat sich immer mehr angestaut, es wurde immer stärker eigentlich. Also ich habe auch immer weniger gelesen natürlich, also draußen, also Bücher gelesen, das stimmt, also man liest einfach weniger. Inzwischen hat sich es wieder ein bisschen verbessert, also auch über Amazon übrigens, weil man einfach Bücher sofort bestellen kann. Ich lese jetzt seitdem fast nur englische Bücher, aber die kann man halt brillant bestellen. Aber insgesamt trotzdem natürlich weniger als früher, auf Papier. Und dann kam halt dieses Ding raus und dann hatte ich das Gefühl, die Hauptfrage, die ich mir gestellt war, kann ich Lesestoff aus dem Internet auf den Computer, auf das Ding laden? Kann ich dann nur Amazon-Bücher lesen oder kann ich Zeug lesen, was ich lesen will? Und die Antwort lautet ja, mit dem kann ich das. Der hat ja WLAN, also das Ding ist ja direkt ans Netz angeschlossen, also an mein Heimatnetz. Das heißt, man kann, und das ist eine ganz großartige Sache, also wenn ich einen Blogartikel lese in meinem Browser und ich sehe, hoppla, das ist jetzt eines von diesen komplexen Teilen, das eigentlich, was man sich früher ausgedruckt hätte. Ne? Und dann, ja, dann irgendwie vergessen, verschmissen, Müll alles zu und so. Da gibt es einen Schalter, der heißt Send to Kindle in meinem Browser, ein kleines Plugin, klicke ich drauf, das dauert wirklich nicht lang, 2 Sekunden später sagt er, alles klar, habe ich gesendet. Das landet auf meinem Kindle-Account. Das nächste Mal, wenn ich dieses Ding anschalte, online gehe damit, also halt mich mit WLAN verbinde, saugt er das runter, synchronisiert, also ich muss sagen, synchronisiert es, dann ist es da und dann lese ich den Artikel auf meinem Kindle irgendwo, im Sessel, in der U-Bahn, wo immer. Ich kann auch ja, Zeitungen darauf lesen, also ich kann auch so sagen, gib mir die neueste Welt online, aus irgendwelchen Gründen Zeit gibt es. Ja, also das sind so die man hier abonnieren kann. Das ist ein Lesegerät und das hat mir gefehlt. Also als das rauskam, habe ich mir gedacht, genau das will ich haben. Und das Schwarz-Weiße finde ich ganz großartig. Ich liebe es, dass es schwarz-weiß ist. Also das war etwas, was mir im Web sozusagen... Also es gibt ja auch so Software, die im Web alles schwarz-weiß macht. Es gibt Software, die alles ausblendet, außer das, was ich schreibe. Das kann ich ändern. Also so, wir könnten theoretisch auch Lese- und Schreibsoftware schauen dann. So, also das war jetzt der Überblick, glaube ich, war das jetzt alles, was ich so als Überblick reinwerfen wollte, den Stift, das Lesegerät, das Web 2.0 als Schreib- und Lesegerät und natürlich Word und also PDF, also alle diese Themen, alle anderen Gestalten, die einen Text haben kann, den ich schreibe und den ich lese oder ich glaube,
Herr Rau, der hier nicht ist, der Blogger, hat gestern oder so gebloggt, es fehlt ihm etwas, wie man aus dem WordPress-Blog sozusagen typografisch saubere PDFs machen kann. Weil er liebt Typografie, es muss toll aussehen, gedruckt. Warum gibt es das nicht? Ne? Ich tue dort meine Habilitation in so ein Tool, das ist WordPress, und mache daraus ein E-Book. Also es gibt schon was, aber das ist nicht genau das, was er da jetzt gebraucht hat. Er hat gesagt, bei Wikis gibt es. Er hat ein Wiki-Tool, das ist ganz großartig. Da drucke ich aus dem Wiki raus PDFs und die kann ich typografisch irgendwie perfekt machen und sowas hätte er gern. Also diese Übergänge, um die soll es gehen. Ja. Ich hätte noch eine Frage zu dem Gerät. Ich sehe nicht ganz den Mehrwert für die Schüler. Also bei meinen Schülern, genau, haben einen Laptop und die, ich habe mit denen, keine Ahnung, von Kehl ein Buch gegeben, ein Buch gelesen und dann laden sie die das runter. Und zum, also der Mehrwert von dem da. Ja, genau, ja, weil die haben ja dann alles auf ihrem Laptop und wieso soll ich noch so ein Gerät kaufen? Kein Stift, also ich würde jetzt gerne die Fragen und Themen einfach nur listen, die Sie alle jetzt haben, und dann machen wir da irgendwie Gruppen draus und überlegen uns dann drei Blöcke irgendwie, indem wir halt dann drei zusammengehörige Themen wollten, praktisch irgendwie workshophaft behandeln. Ne? Also das sollte jetzt eigentlich schon frontal gewesen sein, theoretisch. Also das, genau, das ist natürlich eine völlig legitime Frage. Ich schreibe gerade einen Artikel drüber, wie man immer wieder in der Schule, und ich habe natürlich genau dieselbe Frage: Braucht man den überhaupt? Weil es gibt ja gar keine Bücher in der Schule. Es ist ja, in Wahrheit gibt es keine Bücher in der Schule. Es gibt auch kein Lesen in der Schule im Sinne von 10 Seiten lesen. Ich lese halt Aufgaben. Also Schulbücher bestehen aus Aufgabenblättern, zentral. Und dann gibt es noch Schullektüre, also heißt der Teufel stiller lesen. Immer noch, aus irgendwelchen Gründen. Wobei es gut ist. Aber das ist sozusagen als Ausnahme, die die Regel bestätigt. Aber in Wirklichkeit lerne ich nicht gut lesen. Ah ja, genau, was mich noch ganz, mein Thema, sage ich vielleicht noch dazu, was, mit dem ich reinkomme, was ich auf jeden Fall behandeln wollte, war, das sage ich jetzt noch, meiner Ansicht nach, denke ich, sind Schüler, wenn wir sie durch die Web 2.0-Brille betrachten, was ich nun tue, und mich selbst, also das ist kein Unterschied, es gibt, ja genau, es gibt erstmal keinen Unterschied zwischen mir und Schülern, im Grunde sind wir in derselben Situation, sobald wir diese Tools haben, sind wir gleichgestellt, wir haben unfassbar mächtige Dinge. Es gibt kein Gefälle mehr zwischen jemandem, der Zugang hat, der dieses Teil da bedienen kann, und denen, die praktisch im Kanal sind und halt schauen müssen, was bei ihnen ankommt. Das ist ja die Web 2.0-Erfahrung. Jeder kann es tun. Zweitens, wenn also Schüler gleichzeitig sich vorbereiten müssen auf die Zukunft, die auf sie zukommt, keine Ahnung, wir wissen das alles nicht, was da ist. Wir haben nicht die geringsten Schimmer, was in den nächsten 10 Jahren wirtschaftlich passiert. Wir wissen nicht, welche Berufe sie haben werden. Die meisten Berufe sind noch gar nicht erfunden. Den Beruf, den ich jetzt habe, hätte ich mir vor 10 Jahren nicht vorstellen können, keine Ahnung, null. Und in meiner Schulzeit aber schon natürlich von sowas von gar nicht. Also ist so, das wird sich nicht ändern. Ne? Also wir müssen sie auf Berufe vorbereiten, von denen wir keine Ahnung haben, von denen sie selber das nicht wissen und wir nicht wissen, was das für ein Beruf sein wird. Das heißt, das müssen sie dann selber tun, logischerweise. Ne? Da sind wir bei der Wissensgesellschaft und Wissensökonomie. Ich würde sagen, und das hat mir schon gefallen, aber irgendein Twitter-Lehrer hat mich dafür auch sofort abgewatscht, ich weiß aber nicht warum. Ich habe gesagt, Schüler sind Wissensarbeiter, Schülerinnen sind Wissensarbeiterinnen. Wir müssen sie so betrachten, das ist so. Die tun nichts anderes als jeder andere, und das Wissensarbeiterwort gefällt mir immer ganz gut, weil es so etwas Handwerkliches hat. Das sind Leute, die mit Wissen arbeiten müssen. Das ist das, was ein Schüler tut. Das tut er auch jetzt natürlich, also sind sie im Grunde auch jetzt schon. Aber wenn wir uns das klar machen, dass sie das sind, und wenn wir ihnen die Tools in die Hand geben, die diese unfassbaren Möglichkeiten haben, dann fragt man sich natürlich, was kann man da alles tun. Dann zweite Frage damit verbunden, und das war jetzt zurück zum Schreiben. Ich habe mir gedacht, ich bin aus der Schule rausgegangen und hatte keine Ahnung, wie ich mitschreibe, wie ich Wissen sozusagen für mich selber fixieren kann. Der Fall ist nie eingetreten, so saudum es klingt. Es war so, ich war ein guter Schüler, also ich bin schon recht erfolgreich im bayerischen Schulsystem zurechtgekommen. Ich bin raus, erst hatte ich keinen Schimmer, was ich werden soll. Also ich habe Lehramt studiert, die ersten 4 Semester. Einfach, war eh klar, Deutsch, Geschichte, Lehramt, was sonst so. Mein Vater ist Lehrer, meine Mutter ist Lehrerin, mein Onkel ist Lehrer. Also ich meine, es war irgendwie logisch. Hätte ich wahrscheinlich auch ganz gern gemacht, abgesehen davon, aber ich habe es halt dann irgendwann aufgehört. Aber ich konnte nicht mitschreiben. Ich konnte mir nicht irgendwas Interessantes rausschreiben, eine Form bringen, die ich brauchen konnte. Der Fall ist nicht aufgetreten, weil es nichts gab, was ich brauchen konnte, muss man ehrlich sagen, nachträglich. Aber als ich dann, ich habe das gelernt, im zweiten, dritten Semester im Studium, habe ich begonnen, das zu lernen. Da bin ich in den Vorlesungen gesessen, kein Mensch hat mir irgendwas gesagt. Da war ein leeres Blatt Papier und ich musste irgendwie schauen, ja, was mache ich jetzt damit? Ich wusste ja auch gar nicht, was ich brauche davon, also keine Ahnung, welche Prüfungen.
Also null Ahnung, es erzählt ja niemand was, damals war das ja noch so angenehm unverschuldet. Dann geht's halt los. Ne? Dann schreibst du halt irgendwas auf und denkst, ist das denn sinnvoll, wie macht das denn neben mir? So. Und mit der Zeit hat man dann eine Form gefunden, wie man inzwischen kann ich nicht mehr lesen, zum Beispiel ohne zu highlighten auf dem Kindle. Das geht ja übrigens auch hier. Irgendjemand hat sich beschwert, auch im Blog gestern, über den Kindle, im Sinne von eigentlich schön, aber man kann nur lesen damit. Das stimmt gar nicht. Also der Kindle wird noch eines der Themen sein heute. Man kann auch alles Mögliche damit tun. Social Reading, Stichwort soziales Lesen, geht jetzt schon ansatzweise. So, also die Frage, die ich mir stellen wollte, wie kann ich Wissensarbeiter beibringen, dass sie selber mit den Tools, von mir aus können sie auch tippen, wenn das besser ist, aber ich bin nicht unsicher, ob das besser ist oder ich bin unsicher über die Mischung. Wie kann man denen beibringen oder wie können sie sich selbst beibringen idealerweise, wie sie sich für sich selber Wissen herausholen, in eine Form bringen, auf die sie selber zurückgreifen können und auf die sie sich gedanklich zurückbeziehen können, wo ich hinspringen kann. Sie alle könnten jetzt mitschreiben, theoretisch, ich schreibe fast keiner mit. Es soll jetzt, also war jetzt nicht Pflicht, aber im Sinne von, das wäre natürlich toll. Also eigentlich sollte man für den Rest des Seminars, Workshops, sollte jemand immer mitschreiben. Am besten reihum, immer so 10 Minuten testweise. Ja, learning by doing, also wir müssen das ja machen. Weil darum geht es ja. Also irgendjemand erzählt was, hoffentlich was Sinnvolles, oder wir reden zusammen und es kommen hoffentlich Sachen raus, die dann aber auch gleich wieder in der Luft, die gleich wieder verpuffen. Also es entsteht ja sowas wie eine Wissenswolke, während wir hier reden und nachdenken. Und hinterher haben wir so eine ganz undeutliche Idee davon noch im Kopf, wenn wir weggehen. Wir wissen, das war irgendwie interessant, wir können uns erinnern, dass wir in diesem Raum saßen und dass es irgendwie um Stift und Kindle und Zeug ging und man kann sich dann so ganz grob, man hat dann so eine Art Grundzugang, ne? Aber viel mehr haben sie nicht mehr. Und so geht es ehrlich gesagt jedem x-beliebigen Schüler selbstverständlich auch. Also meine Tochter, klar, also die ist 15, ist in meinem Testfall, ja. Und ja, sie sagt schon auch, so, bringt ihr gar nichts. Also wie können wir diese Tools einsetzen, um denen diese Wissensarbeit der Werkzeuge sozusagen in die Hand zu geben, erstens. Und zweitens halt dazu, idealerweise gehen sie halt nach der Schule raus und können das. Und eigentlich sollten sie es alle können, also Hauptschule, whatever. Ne? Also ich meine, die müssen mit Texten umgehen, wir leben in einer Textwelt. Das ist nicht weniger geworden, es ist mehr geworden. Und der Text ist dadurch, dass er ständig durchgepumpt wird, ist es noch krasser. Früher war das ein bisschen langsamer alles. Ja, also das war eine ganz brennende Frage, mit der ich hier reingegangen bin, eigentlich die erste sozusagen. Also der Rest hat sich dann über mein Nachfragen, was Text ist, was Lesen ist, was Schreiben ist unter den Bedingungen von analog und digital. Das war das, was ich eigentlich sagen wollte. So, das war jetzt aber echt alles. Und jetzt Fragen aufnehmen. Die erste Frage war, was mache ich mit dem Kindle im Unterricht? Ja, beziehungsweise, genau, was hat das für einen Mehrwert statt einem Laptop? Genau. Weil ich meine, oder Tablet. Mit einem Laptop, ja, oder mit einem Tablet, also, kann ich... Unterscheiden wir mal. Also Laptop kann ich lesen, Tablet ist was anderes als ein Laptop, fühlt sich anders an. Sogar die Software auf den Geräten fühlt sich total anders an. Also das ist ja eine Web 2.0-Erfahrung, ist ja eine unterschiedliche Schreibsoftware, fühlt sich komplett anders an. Ich schreibe völlig andere Dinge damit. Ich schreibe völlig anders in Word, als ich mit Etherpad schreibe. Ich habe mir es inzwischen angewöhnt, nur mit Textdateien zu schreiben, weil ich hasse Word. Also inzwischen. Aber ich habe es am Anfang immer benutzt, weil ich ja dieses Typografische mochte natürlich. Ne? Also als jemand, der an Papier gewöhnt ist, da einfach saubere, typografisch, scheinbar saubere typografische Texte zu haben, ist ja gleichzeitig toll, also gleichzeitig behindert. Inzwischen schaffe ich es, ich musste mich aber trainieren, dass ich nur mit Textdateien schreibe. Inzwischen habe ich so einen ganz simplen Texteditor, der überhaupt nichts macht außer Text. Und das ist super, aber ich musste mich, wie gesagt, also ich musste mich abrichten dazu. Jetzt bin ich recht glücklich damit. Und Etherpad ist dasselbe sozusagen im Netz. Also jede Software unterscheidet sich schon, aber natürlich auch diese großen Plattformen sozusagen, Hardware-Plattformen unterscheiden sich. Ein Tablet, Schreiben auf dem Tablet ist anders als Schreiben auf dem Laptop, ist anders als Schreiben mit dem digitalen Stift. Tippen auf dem Kindle, was ja auch geht, also ich meine, ist komplett anders. Ja, also es gibt da riesen Unterschiede und die Frage ist, was bringt was im Unterricht? Ne? Tablet, Laptop, Kindle. Aber es muss doch ein Medium sein, das ich für alles verwenden kann. Also ich sehe nicht an, dass der Schüler jetzt ein E-Book braucht und dann noch ein Notebook und eventuell noch ein Smartphone. Es muss doch möglich sein, dass es in Zukunft ein digitales Medium gibt, das für Schüler sinnvoll ist. Im Moment sieht es so aus, als ob es das Tablet werden wird. Und es ist auch der logischste Kandidat dafür. Ne? Also wenn es ein Gerät gibt, also sie werden ein Tablet haben, glaube ich einfach mal. Sage ich so. Früher oder später. Vom Tablet wurde mir
partout abgeraten, also von allen möglichen Stellen. Ja, von super interessant. Warum? Ich wollte jetzt was anschauen, war Tablet im Gespräch. Ich bin überhaupt nicht begeistert jetzt von Tablet im Nachhinein, das ist zu entwickeln. Die Stifte, die Schüler schneiden mir den Stift ab, dann ist er weg. Also es gibt viele, viele... Stift-Tablets jetzt, ja. Ja. Also gut, man kann das ja benennen, wie man will, aber ich habe im Moment noch keine Information, was ich tatsächlich den Schülern in die Hand geben soll. Ja, aber super, das ist aber genau der... Das machen wir auf jeden Fall. Also das ist jetzt schon ein Leitthema. Das gehört ja zusammen jetzt, die zwei Dinge, ne? Also ein Leitthema ist, wir überlegen uns, welche Geräte im Klassenzimmer... Welches Gerät? Ich sage ja Geräte, ist ja wurscht, machen wir da. Ja, ich mache das dann, wenn es dann um das Thema geht. Genau, aber das haben wir identifiziert, das ist ja ein großer Block, den muss man auf jeden Fall machen, glaube ich. Dann weitere. Also was schreiben, lesen, analog, digital, Web, nicht Web, so, das ist unser Spielfeld. Thema digitales Lesen und Schreiben, wie sind da die Arbeitsabläufe? Mhm. Genau. Vom Lesen, vom Schreiben her, wenn man jetzt mit einem Notebook arbeitet oder hier mit einem Tablet, wie kann man das so kombinieren, dass man halt was zu Papier kriegt und auch die ganzen Sachen noch übt, auch Handschrift, sage ich jetzt mal. Also vom Lesen zum Schreiben und vom Schreiben wieder zum Text herstellen und dann auch wieder lesen, also sozusagen dieses ständige Hin und Her, wie ist der Workflow? Und da gibt es tatsächlich unfassbar viele Möglichkeiten. Ja, das würde ich auch sagen, ist auch eindeutig ein ganz großer Block Nummer 2, oder? Ich nominiere noch für den Block 3, weil mehr als 3 werden wir wenn wir überhaupt schaffen. Social Reading, also soziales Lesen und Schreiben, sage ich mal. Ne? Also im Web bedeutet ja zusammenlesen, zusammenschreiben. Mit Netzwerk, mit leuchtet ja unmittelbar ein, dass das in der Schule funktioniert. Also ob es funktioniert, können wir uns überlegen, aber dass es irgendwie ein sinnvoller Gedanke ist. Ne? Also wir könnten sozial etwas lesen. Also ein Text von Katrin Passig über die Technologiekritik, gibt es einen brillanten Text im Internet, der übrigens im Merkur erschienen ist, der wiederum seine Sachen zwar online stellt, aber als PDF das aussieht, als ob es gedruckt wäre. Also du kannst es auch schlecht auskoppeln, also du kannst kopieren, aber du musst es dann erst wieder reinigen, damit du es überhaupt wieder zitieren kannst. Also das ist auch eine lustige Form. Und Katrin Passig hat halt da Geld dafür bekommen und deswegen diese Schriftglosse geschrieben. Eigentlich ist sie Bloggerin, oder? Also nicht mal, ja, schreibt Bücher. War Klagenfurt-Preisträgerin mal. Ja, genau. Also das könnten wir gemeinsam lesen und dann könnten wir uns darüber austauschen. Wir könnten uns überlegen, wie funktioniert Social Reading und dann natürlich auch schreiben. Wissensarbeiter lesen ja nicht einfach nur, die müssen ja irgendwas damit machen. Wissensarbeit bedeutet, ich bin nicht passiv, ich tue was damit. Erst wenn ich was damit getan habe, ist es meins. Vorher ist es nicht meins. Vorher habe ich es zur Kenntnis genommen. So, also das wäre jetzt mein Vorschlag für den dritten Block, aber das alles darf jetzt sozusagen und soll noch schnell auf die Liste. Was mich dann noch interessieren würde, wäre in diesem Kontext dann auch, was steht uns überhaupt digital zur Verfügung? Also es geht ja um Lesen und Schreiben. Ja, genau. Wir müssen ja auch darüber reden, was dürfen wir überhaupt lesen? Was steht uns mit welchen Rechten, mit welchen Konditionen zur Verfügung? Ah ja, genau. Und welche Rolle spielt dann das Papier, die papierlose Schule überhaupt? Also, weil ich jetzt auch bei den Notebook-Klassen gehört habe, die drucken dann trotzdem aus und haben dann ihre Papierform. Also, da bin ich mir auch nicht so im Klaren. Oder was sagt die Pädagogik, die Didaktik? Brauchen wir das Papier nach wie vor? Brauchen wir das Heft? Welche Rolle spielt jetzt also das digitale Lesen und das Schreiben? Auch Medienwechsel, also auch für die folgende Frage noch der Gedanke des Medienwechsels, also die Idee, dass man mehrere Medien hat und wechselt von einem zum anderen. Ist für mich in meiner Erfahrung sehr wichtig, ist ganz toll. Es ist toll, von Papier zum Kindle zu wechseln, vom Kindle zum Web zu wechseln. Das macht alles was anderes, das ist dann der Workflow sozusagen. Also wir können auch das so. Also ich glaube nicht, dass es nur einen einzigen Kanal gibt, durch das alles passiert, weil das war lange Zeit das Problem vom Web, dass man alles in diesem Bildschirm machen musste und der alles ist. Da bin ich immer einen Klick weit weg von allem. Da gibt es ja eben diese Schreibumgebung, kann ich Ihnen nachher das Schreibprogramm zeigen, wie das aussieht. Das macht alles Platz, aber das ist gnadenlos. Das Originalschreibprogramm, das hat einen Programmierer erfunden, damit er schreiben kann, macht erstmal alles Platz. Also du siehst nur noch wie in einem uralten Computer und er hat es dann auch noch so grün programmiert mit diesen uralten grünen Farben, ne, von Bildschirmfarbe. Also wirklich dieses Oldschool-Computer-Feeling. So, ich bin auf meinem einsamen Maschine, Terminal sozusagen, Terminal. Ne. Genau, also das heißt, es gibt da viele, viele Varianten und es gibt auch
Es ist nicht nur eine Frage von entweder oder, sondern auch von sowohl als auch. Also was ist da für ein Spektrum? Also das vierte wäre jetzt praktisch allerdings dieses Open Educational Resources, habe ich da durchgehört. Die Frage war praktisch, wo kriegen wir unsere Texte her? Das ist mal brennend, ja, weil so wie es jetzt ist, brauche ich E-Books. Weil welche Rechte hat das? Genau. Und dann brauche ich noch ein anderes genau. Schreiben. Dann wieder Apple, dann dieses Bündnis für Bildung, die jetzt da mit den Schulbuchverlagen zusammenarbeiten. Also was kommt da auf uns zu, was Lesen und Schreiben angeht? Wenn wir was schreiben, was machen wir damit? Ich meine, das hat ja dann Rechte und andere können das lesen. Also können wir, da gibt es eine Guerilla-Methoden sozusagen auf Deutsch. Ja, würde ich sagen. Also ich glaube, ich hoffe, habe ganz große Hoffnung auf so eine Art Guerilla-Bewegung von unten, die sich ihre eigene Sachen herstellt. Ich meine, gibt es ja schon. Ich zahle ja unfassbare Summen für Kopiergelder, wo immer dann die laubgesägten Kopierblätter kommen. Das ist ja alles selber gemacht. Ja, das kann man natürlich perfektionieren. Also das wäre jetzt das vierte große Themenblock, müssen wir uns halt immer nach jedem müssen wir uns überlegen, was das nächste ist. Jetzt haben wir vier große Blöcke, kleine, also auch gern noch ein großes oder kleine Fragen, die man sich stellen könnte, sinnvoll. Irgendwas? Lesen, schreiben, alles schon vorgekommen, hat alles Platz? Okay, gut. Mit was fangen wir an? Also wir haben jetzt vier auch zur Auswahl. Ja, also von hinten nach vorne, wir haben diese Open Educational Resources Geschichte, lesen, schreiben, fremde Texte aneignen, eigene Texte für andere als Stoff wieder zur Verfügung stellen und die Rechte, Thema 4 war das jetzt. Thema 3 war Social Reading, also vernetztes Lesen und Schreiben, also auch Wikis natürlich zum Beispiel oder so. Teil 2 war der Workflow vom Lesen zum Schreiben und wieder zurück mit den vielen Tools und Medien. Thema 1 war, war das Analog-Digital-Ding? Ja, schon, oder? Also wie komme ich, genau, die Spur, ich wollte ja dieses analoge, die analoge Spur, die ich schreibe, wie kriege ich das ins Digitale, was passiert, wenn ich das ins Digitale spiele? Handschrift war ja auch so ein Eingangspunkt. Es gibt ja diese Handschriftdiskussion gerade, die mich als Handschriftdiskussion überhaupt nicht interessiert, ob sie jetzt schön schreiben oder nicht, interessiert überhaupt nicht. Aber ich finde es ganz großartig, dass sie Stifte haben. Und meine Tochter hat auch gesagt, na, Stift muss unbedingt sein. Wobei, die ist jetzt Überzeugungstäterin, aber ja. Und ich glaube, sie hat recht. Also ich glaube, Stift ist ganz großartig, auch zum Zeichnen, weil jemand gefragt hat, nur schreiben. Sketchnotes wollte ich vorstellen. Also die Methode, wie man Inhalte mitschreiben im Unterricht, wollte ich den Vorschlag machen, wieso nicht Sketchnotes? Warum könnte nicht eine Schülerin reihum oder wer Lust hat, wird freigestellt, die kriegt es dann fotokopiert von den anderen, sie machen sie die ganze Zeit, ihre Hefteinträge, und die übt Sketchnote-Mitschriften. Sketchnotes zeige ich Ihnen dann, ist eine visuelle Art des Mitschreibens, was dann so eine Art Poster erzeugt, spontan entstanden in der Stunde. Und das können wir teilen und das macht es viel fassbarer. Also meine Tochter hat gesagt, sie nehmen jetzt gerade DNA durch im Biologieunterricht, der Lehrer ist ein beinharter Abstraktionsfetischist. Das hat sie gesagt, also das würde sie gerne sich überlegen, wie man sowas sozusagen in eine andere Form bringen könnte. Ja? Und haben wir gesagt, okay, das setzen wir uns mal zusammen und überlegen uns das. Das wäre also jetzt Teil 1, wäre analoge Spur, irgendwelche kreativen Unterzuführungen, Philosophieren wahrscheinlich auch noch. Gut, also diese vier Themen, und wir suchen uns jetzt eins aus. Voll lehrermäßig. Wir suchen uns eins aus. Wir suchen uns eins aus, wollen mit dem anfangen und dann schauen wir halt. Also 1, 2, 3 oder 4. Handzeichen. Also ich finde jetzt 3 das Spannendste. Social Reading. Social Writing und Social Reading. Gerne, also wenn kein Widerspruch kommt, dann machen wir das einfach. Vielleicht Handzeichen, wer möchte damit anfangen? 3, 4. 5, ja. Wer möchte mit diesem Stift und analogen Spuren und Handschreiben und so weiter anfangen? 2. Wer möchte mit Read-Write-Workflow, also dem Workflow von Lesen zum Schreiben und wieder zurück, diese vielen Tools, die es da gibt, da auch philosophieren drüber? Auch 3, 4. Und das letzte waren dieses Open Educational Resources, also selbstgeschriebenes Zeug, fremdes Zeug. Wie gehen wir damit um? Gibt es ein großes Thema natürlich. Interesse da? Das war aber nicht so meine Intention. Das okay, war, sorry. Was kann ich tatsächlich lesen? Also brauchen wir die,
Literatur brauchen wir die Lehrbücher noch. Ja, das meinte ich. Was braucht der Schüler aber noch auch an Papier? Ja, ja. Wie können wir das jetzt nicht nur nach außen dokumentieren, sondern der Schüler für sich? Ja, ja, das wollte ich schon drin haben, ja, ja, genau. Das ist praktisch wahrscheinlich das, was am Schulnächsten ist, weil im Endeffekt sind doch wahrscheinlich viel Lehrer da. Das ist schulnahe, ja, genau. Und auch gegenwartsnahe, ne? Weil das ist das, was jeden jetzt schon betrifft. Also da auch noch ein kleines Stimmungsbild, Interesse da? Eine vage Wischbewegung, genau. Irgendwas hat er am meisten, das war das erste, glaube ich, das war Social Reading, oder? War das das? Ja, gut, fangen wir damit an. Es ist ja auch Web 2.0 sozusagen in der frühesten Form. Können ja überlegen, Social Reading, da würde jetzt der Kindle, dann haben wir es immer auch relativ konkret schon an den E-Readern dran, die ja irgendwie als Tablet, also Tablet ist ja auch ein E-Reader erstmal und in einer seiner vielen Inkarnationen. Das ist nur ein E-Reader, der kann im Grunde nur Text wiedergeben, ja, und eben ein bisschen mehr kann er eben auch. Ich gebe das dann am besten rum. Ja, da ist also der Text drauf. Ich kann den Text verkleinern, vergrößern logischerweise, ich kann vor und zurück, ich kann das Inhaltsverzeichnis aufrufen, das mache ich jetzt alles, dauert jetzt zu lange, aber glauben Sie mir ja wahrscheinlich, das ist nicht schwer. So, vorwärts, der schaltet jetzt auch relativ schnell um, also der Kindle davor hat relativ lang noch gebraucht. Was ich ganz toll finde, ist diese E-Ink-Oberfläche, ne? Also diese E-Tinte nennt sich das. Der Unterschied zum Tablet, ein massiver Unterschied zum Tablet, Tablet hat Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, was man mir sagt, ich benutze kein Tablet, ist eher augenanstrengend. Also das ist wie ein Papier von der Anmutung her. Das heißt, das kann ich auch im Sonnenlicht lesen, weil es eben kein Licht hat. Dafür ist, wenn es dunkel ist, ist es finster. Da brauche ich eine Leselampe. Tablet funktioniert im Dunkeln, aber nicht in der Sonne. E-Ink mag ich sehr, sehr gern. Also ich mag diese Anmutung von digitalem Papier. Ich persönlich, aber ich bin da auch nicht objektiv. Ich liebe das Ding. So, was kann das Ding noch? Jetzt Social. Jetzt ist die Frage, der Lehrer hat ja gesagt, ich habe ein Kindle, aber ich kann nur lesen damit, das nervt mich. Das stimmt aber gar nicht. Also er weiß es offenbar nicht. Ich habe es ihm dann als Kommentar reingeschrieben. Was kann man alles mit dem Ding machen? Wir experimentieren gerade damit. Also in der Praxis macht es kaum jemand. Es geht halt. Man muss erst ausprobieren, was man machen kann. Was man machen kann, ist Folgendes. Ich habe jetzt hier gerade ein Buch, darauf haben wir uns geeinigt, war nicht meine Wahl, das heißt der Implex, und das geht, ach, weiß der Teufel, denn so ein linkes Buch, wo es darum geht, ob Marxismus heute noch aktuell ist. Das haben die anderen ausgewählt, und weil ich jetzt eine Lesegruppe haben wollte, bin ich halt dabei. Das lesen wir jetzt synchron gemeinsam über den Kindle. Die eine da übrigens auf Tablet, ich lese es auf dem E-Reader und es gibt auch jemand, der es in der Kindle-App auf dem PC liest, weil das geht ja auch. Also Kindle hat eine eigene App sozusagen und die gibt es halt für alle Geräte. Das Gerät ist sozusagen seine eigene App, also das unterscheidet man in dem Sinn nicht mehr. Da gibt es eine eigene Kindle-App, mit der verwalte ich auch alles, was ich habe und lesen kann und so weiter. Ist recht hübsch, funktioniert gut. Und auf dem Tablet gibt es auch eine Kindle-App, also auf dem iPhone, iPad gibt es, auf dem iPhone auch übrigens, man kann auf dem iPhone auch lesen. So, wie funktioniert jetzt das soziale Lesen? Kurzer Bericht. Naja, es ist ganz simpel, es geht über Highlights, ich unterstreiche. Highlighten ist ein bisschen anders, also irgendjemand sagt, das ist doch wie unterstreichen. Ja, einerseits schon, andererseits fühlt es sich trotzdem schon wieder anders an, wie immer. Also man nimmt sich Textstücke, markiert sie, also ein klassisches Markieren, und sagt und drückt auf den Knopf, der sagt Notiz. Ne? Und dann ist das notiert. In meinem Kindle. Ich erkenne das auch wieder, wenn ich dann lese, dann ist es unterstrichen. Gleichzeitig, wenn ich synchronisiere und das freigegeben habe, also ich muss vorher sagen, meine Notizen, synchronisieren tue das sowieso, weil das sind ja meine privaten Notizen, aber wenn ich es freigeben will, muss ich es ausdrücklich freigeben, muss dann für dieses Buch Notizen freigeben. Habe ich gemacht, dann können die anderen im Internet meine Notizen sehen. Da gibt es jetzt wieder ein interessantes Patent, Dings da, Leistungsschutzrechtsproblem. Ich highlighte wie ein Irrer. Ich habe ein Buch gelesen, das extrem toll ist, vor kurzem über Schulden, also die Geschichte, die Kulturgeschichte der Schulden der letzten 3000 Jahre. War im Internet ein extrem viel besprochenes Buch, auf Papier. Nein, ich habe es auf Kindle eben. Heißt Debt, The Last 5000 Years
von einem Anthropologen geschrieben. Ganz tolles Buch, habe ich 360 Highlights. 360 Highlights sind für mich das Gerüst des Buchs. Wenn ich jetzt wieder, wenn ich mich mit dem Buch wieder zuwende, lese ich meine Highlights, mein Exzerpt. Das habe ich mir im Studium angewohnt, habe ich mir einfach gnadenlos zu exzerpieren. Damals immer mit der Hand natürlich, ne? Also in Schule. Ich habe dann immer exzerpiert. Aber letztendlich highlightet ja quasi der Erste, der es liest, der highlightet und die anderen haben dann schon alles gehighlightet. Da gibt es schon Highlights, das sind nicht dieselben, wie ich habe. Darum, wer als Erster liest, damit er noch highlighten kann? Oder? Highlighten können wir alle. Ja gut, die können dann noch drauf. Nein, also jeder hat ja einen eigenen Zugang zum Text. Also ich sehe immer meine Highlights als Erstes sozusagen. Ne? Ja. Und ich kann die anderen sozusagen dazu mischen. Also da ist das Gerät jetzt noch nicht intelligent genug, um mehrere Layers von Highlights zu haben, aber okay. Das wird es geben. Das heißt, ich kann sagen, zeig mir erst meine Highlights an, zeig mir zweitens die Highlights meiner Lesegruppe an, zeig mir drittens an die Highlights meiner Freunde aus all meinen sozialen Netzwerken und zeig mir viertens Highlights an, von denen Google glaubt, dass sie mich interessieren können. Also zunächst ist der Schüler einfach dann mal interessiert an den Highlights von den Lehrern wahrscheinlich. Man sagt, da brauche ich nicht mehr lesen, weil dann kann ich ja die Highlights von Wenn der Lehrer für sie highlightet, ist wahrscheinlich keine didaktisch gute Methode, ja. Würde ich also nicht freigeben. Soll das selber highlighten. Ja, weil Sie gesagt haben, Sie highlighten. Ja, ich berichte jetzt aus meiner Erfahrung, ich bin ja kein Lehrer. Aber das heißt aber, das können ja nur die, auch den gleichen Text haben, sonst kann man nicht mitmachen. Man kann, wenn man was freigibt, kann man es nur freigeben, an die auch dieses Buch gekauft haben. Ja gut, letztendlich lesen ja alle eine Lektüre. Also ja, wir müssen alle die Lektüre erstmal haben, ja. Genau. Gekauft. Lesegruppe, ja. Genau. Aber Sie müssen sie digital haben und Sie müssen dann die Geräte noch dazu haben. Ja, Sie haben einen Laptop, also man kann auf dem Laptop lesen. Ich meine, es ist nicht, wie gesagt, es ist halt nicht so schön zu lesen und ein 500-Seiten-Buch auf dem Laptop lesen ist harter Stoff. Aber kommt in der Schule ja eh nicht vor. Wir haben ja vorhin schon gesagt, die lesen ja eh keine Bücher, also die lesen ja 20 Seiten, ist ja schon mal nicht schlecht. Also lasst uns einen Katripassik-Text lesen, der ist sehr hübsch, sehr gehaltvoll. Das sind noch nicht mal 20 Seiten, das sind natürlich weniger, so ein Merkur-Essay. Ne? Lasst uns den lesen, ist ja tolles Zeug, ist gedruckt, also lasst uns den mit dem, also nicht der, sondern den Passig-Essay. Habe ich mit Gewalt auch schon gehighlightet, das Ding, aber das musste ich also mit Gewalt rippen und ins Netz stellen, praktisch, habe ich dann getan in Google Plus. Aber so lesen wir in der Schule ja nicht. Nee. Also, genau. Also mein Unbehagen an dem ganzen Vortrag, der darin, dass das, was ich sage, in der Schule gar nichts zu tun hat. Also wenn ich jetzt einmal so einen Text nehme, wie Sie das machen, da habe ich ja eine Zielvorstellung. Ich gehe mal davon aus, wenn in der Oberstufe lese zum Beispiel, ich könnte ja auch machen, Kindle den Faust lesen, da habe ich ja bestimmte Dinge vor. Also der Schüler muss ja den Faust zum Beispiel begreifen, muss die dramatische Struktur erkennen, er kann die Sprache analysieren. Ich kann aber auch das nur als Lesespiel machen, das ist also, was ich jetzt Highlight sage, was sind eure Eindrücke zu Faust? Ist vielleicht ein Einstieg oder ein Ende? Also, das wären Kommentare, das ist also nicht sehr wirklich. Oder Kommentare, ich als naiver, nicht gebildeter Schüler, für den das also ein Fremdsprachenbuch ist, ich gebe erstmal meine Kommentare ab und mit den Kommentaren fange ich an zu unterrichten. Das wäre zum Beispiel ein Weg. Man muss also immer methodisch unheimlich klar sagen, was tue ich. Und wenn Sie sagen, das Schulbuch ist gar nicht mehr gelesen, das stimmt ja nicht. Ich lese auch Romane mit 300-400 Seiten. Da muss ich natürlich Schwerpunkte setzen. Das war halt Didaktik. Ne? Man ja. Versucht halt dann bestimmte Punkte rauszuwählen, bestimmte Kapitel, die man dann genau. Ich habe immer ein Ziel. Was will ich? Genau. Bringe ich eine schöne Rezension bei, dann kann ich sagen, was finde ich an dem Buch gut, was finde ich an dem Buch schlecht und so fort. Will ich interpretieren, dann sind wir da, wo Sie sind, dass ich sage, ich lese das Buch und sage, welche Aussagen hat das Buch für mich persönlich. Kann ja auch Stellen anstreichen, die ich verstehe. Also der Faust sagt, Sie ist bei Sprache. Oder ich will Inhalte zusammenfassen oder Inhalt oder gleich mehr. Da muss ich immer fragen, welches Tool ist für mich sinnvoll. Ja, und ich habe das Kindle auch schon mal angeschaut. Das finde ich schon eigentlich so nicht schlecht, aber es ist, wenn Sie sowas machen können, aber da gibt es für mich als Lehrer sofort eine bestimmte Didaktik. Ne? Ich sage, wenn ich highlighte, dann ist es für mich ein Einstieg. Lest das Buch, schreibt eure Kommentare rein, damit fange ich an zu unterrichten. Genau. Da sehe ich, was wichtig ist. Genau, wenn ich lese am Computer wiederum würde ich mit den Schülern sagen, na gut, jetzt strukturiert mal den Text oder kommentiert. Ja. Im Unterricht lesen wäre natürlich Unsinn, das ist klar. Nehmen wir einen Stift und dann fangen wir zusammen. Hätten wir die Notizen auf dem Smartboard, da hätten wir jetzt die Social Notizen der ganzen Klasse auf dem Smartboard und können da, die haben sie dann selber noch markiert mit diesem wunderbaren Smartboard, Farb, was auch immer da, das da alles kann. Und dann können sie rauf und runter rollen und dann sozusagen da kann man arbeiten. Wir fragen sie immer nur, hat es Sinn, bringt es was? Und
Ich würde den didaktischen Sinn gerne noch ein bisschen einklammern in unserem Workshop, weil ich würde gerne versuchen, gemeinsam ein Verständnis zu entwickeln, wie diese Dinge funktionieren. Also ja, aber natürlich schwingt das mit. Also ich kann Ihnen sagen, natürlich, also es gibt ja die guten, kennt jemand Gutenberg, das Gutenberg-Projekt? Klar. Das heißt, das Zeug ist ja online. Also der Faust, den kann ich mir mit einem Knopfdruck jetzt runterziehen, also wenn ich WLAN hier hätte. Dann habe ich den Faust hier, dann haben alle Schüler den Faust sofort hier. Wir haben den Kafka sofort hier. Das mache ich seit Jahren. Also das ist ja, aber damit haben wir alle das Ding und können es gemeinsam annotieren. Also das ist ja schon interessant. Ne? Also lass uns die Verwandlung runterladen, das Urteil oder was immer man immer liest. Dann haben wir das alles drauf. Den Stiller haben wir nicht, weil da die Rechte nicht frei sind. Aber bis Kafka geht. Dann haben wir das Zeug und dann können wir damit arbeiten. Dann haben alle denselben Text auf dem Kindle von Gutenberg runtergeladen. Kindle kann das Zeug anzeigen, also der zeigt eben nicht nur Amazon an, wobei auch in Amazon diese Dinge verteilt werden, auch über den Amazon Shop. Und jetzt können wir gemeinsam annotieren. Jetzt können andere, zum Beispiel Faust, sagen wir mal, wie Sie völlig zu Recht sagen, ja, Fremdsprache, super interessant natürlich. Jetzt können Sie markieren, was für Sie interessante fremdsprachliche Moment. Also ich habe immer das Ziel, das finde ich dann gut. Ne? Ich habe ja Faust auch schon so gemacht, dass ich den runtergeladen habe und dann schreiben die Schüler halt die knappe Zusammenfassung dazu, dann schreiben sie halt die Interpretation dazu, besondere Bemerkungen dazu und dann am Ende haben sie das natürlich auf ihrem Rechner archiviert oder auch ausgedruckt, je nachdem. Und sie können natürlich dann nur auf diese Ergebnisse zurückgreifen. Der Unterricht verpufft nicht so, wie Sie es beschreiben, dass Sie nichts mehr von der Schule wissen, sondern es bleibt nichts mitnehmen können, erhalten. Ja. Man kann dann zum Abitur, sage ich dann nochmal, die Notizen aufrufen, die vergesse ich natürlich auch. Ja. Also im Unterricht stehen ja manchmal ganz hervorragende Ideen. Ja. Und deswegen ist immer die Frage die Zielvorstellungen. Ja, man müsste halt am Ende das Ganze dann auch wieder abspeichern können. Wenn Sie die Highlights rausnehmen können, ist klasse, dann kann man das rausnehmen und die Schüler haben ihre Highlights und ihre Kommentare zu Faust schon archiviert, haben eine Datei, die sie auf ihrem persönlichen Computer speichern und vor dem Abitur können sie das nochmal aufrufen. Die Highlights und Kommentare liegen als Textdatei auf dem Kindle. Ja. Und Sie können den Kindle, wenn ich den jetzt einstecke, den Kindle, habe ich jetzt gerade nicht dabei, das Verbindungskabel, dann kann ich ja auf den als Datenspeicher zugreifen und dann suche ich mir halt das hat einen Namen, Notes oder Highlights, weiß ich nicht mehr. Und das ist dann immer, da sind dann aber immer alle drin. Ne? Das heißt, da kopiere ich mir jetzt die aus dem Faust raus und schmeiße in eine Textdatei und dann ist es da. Und kann das, was ich da gehighlightet habe, auf meinem Rechner? Ja, das ist doch toll. Das klingt doch schon mal gut. Auch von den gekauften Büchern. Ja, schon klar. Also meine 366 Gräbernotizen, die ja das Gerüst des Buches ausmachen, und das ist ja O-Ton, also ganz wenig, was ich da sehr mühsam reintippe. Ja. Das ist ja eine interessante Frage, das habe ich und das kann ich jemandem in die Hand drücken. Da kann ich sagen, hey, da ist der Text und dann haben wir natürlich dieses. Dann gibt es ein Problem. Haben Sie auch die zweite Frage schon beantwortet, wie man von so einer Arbeit dann zum Schülerprodukt kommt oder zum Textprodukt kommt. Ne? Ja. Ja, und diese Teile könnte man, es gibt jetzt eine Plattform dazu, also genau, das machen wir gleich. Ja, jetzt sehe ich aus Schülersicht, sehe das jetzt dringend problematisch. Wenn es jetzt nur mit Tasten ist, mit dem Highlighten, ist das sehr umständlich, oder? Ne? Das Highlighten geht ganz gut, weil das ist, da kriegst du dann diesen Cursor, ne? Da gibt es auch so ein Joystick-artiges Ding. Also das geht schnell, also Highlighten geht gut. Was nicht gut geht, ist halt Text eingeben. Also, es geht, aber du willst nicht viel mehr als 3 bis 4 Schlüsselbegriffe eingeben. Also alles Weitere nervt total. Und das machst du auch nicht wirklich oft. Also nur, wenn es ganz wichtig wird. Aber unterstellen wir mal, das wird technisch gelöst sein. Wir haben jetzt schon den Touch-Kindle, also das Zeug. Ich meine, das ist jetzt der technische Stand von vor 2 Jahren. Also in 2 Jahren haben wir Geräte, da ist es auch nicht mehr mühsam. Ne? Dann kann ich auch schnell was eingeben. Ja, weil auf dem Blatt macht man einfach einen Strich und dann ist es genau. Aber im Moment, das aktive Schreiben ist schwierig, das Highlighten ist einfach. Kannst du rumgehen? Wie? Rumgehen, ja, genau. Wollte ich ja tun. Was halt so schade ist, also ich bin jetzt leider kein Deutschlehrer, aber wenn ich die ganze Fachpalette anschaue. Mit Home kommen Sie auf den Hauptschirm. Das ist jetzt fast nur ein Gerät, das ich eigentlich überwiegend in Deutsch oder allerhöchstens noch für englische Texte nehmen kann, für englische Sprachen. Man müsste die Fächerpalette mal durchgucken. Gibt es Schulbücher vielleicht irgendwann dafür? Ja, es gibt ja Blogs. Also, welche Bücher eignen sich noch? Es gibt ja Blogs. Es gibt Mathematik-Blogs, die großartig. Ach, die kann ich dann alle abonnieren auch wieder darauf. Ja, ich sage ja, ich mache so. Also ich suche hier auf meinem PC oder auf dem Tablet. Ich klicke auf Send to Kindle und dann ist der Blogpost auf meinem Teil. Ja. Ich kann auch alle Internetseiten, die ich finde,
Der zieht die raus, wandelt sie in puren Text um, das heißt, der entkernt das Zeug, der lässt den ganzen Schmarrn weg. Ich habe dann nur noch den Text und lese ihn. Ja, ist das ja alles dann gar nicht genehmigt vom Ministerium. Also, ich saß gestern auch schon in einem Vortrag, in einem Workshop, ja. Und da kam dann dieses, dass es eben jetzt diese digitalen Schulbücher geben wird, oder dass es die jetzt gibt in dieser Plattform, ich weiß, die auch mit drin waren. Ja. Und ja, und wenn ich dann aber das Buch da habe, weil der eine Lehrer möchte das Buch haben, dann kommt im nächsten Halbjahr der Referendar an und verlangt mir auch genau das gleiche Geld nochmal fürs Digitale. Das heißt, da ist ja auch noch ein Problem, das man beachten müsste. Ja, das ist ja unser Thema 4, also wie gehen wir dann mit diesen Dingern und verschiedenen Gestalten und dem Geld um? Ja, es gibt ein Problem und nein, es gibt noch keine Lösung. Also es wird recht interessant werden die nächsten Jahre. Ja. Doch mal noch eine Frage dazu. Wenn Sie, also was die Maria gerade gesagt hat, es ist doch eigentlich so, dass das Kind ist ein Produkt, das ich kaufe und Sie, so wie Sie es beschreiben, ist eine Frage, können Sie alle Dateien in diesen Kind hineinrufen. Am Ende bedeutet das ja, dass der Schüler, wenn man es wirklich bewusst einsetzt, das wäre bewusst einsetzt, ein individuelles Lesebuch für alle Fächer hat. Genau. Und das ist doch eigentlich faszinierend. Und da hat man mit Copyright doch nichts zu tun, du darfst es nur nicht weiter verbreiten. Ja? In Russland habe ich gelesen, in der Süddeutschen, zufällig am Wochenende, da gab es eine Russland-Werbebeilage und da war, die lese ich normalerweise überhaupt nie, schlage ich zufällig auf, steht da ein großer Artikel, total interessant. In Russland haben sie einen eigenen E-Reader gerade, also einen englischen, heißt E-Paper, irgend sowas. Das ist eigentlich mehr wie eine Plastikscheibe. Also der ist gezielt, der soll auch. Soll nicht kaputt gehen können, soll also sozusagen extrem robust sein, ist natürlich primitiver. Aber er soll eigentlich genau das machen, er soll alle Schulbücher einfach mal transportieren. Der Kindle ist ja eine Webmaschine, das ist der erstmal noch nicht, aber vielleicht wird er das dann auch. Aber das Ziel ist, dass in 3 bis 4 Jahren jedem russischen Schüler dieses Gummi, dieses Plastikteil in die Hand geben, das man rumschmeißen kann. Und da sind alle Texte drauf. Und ich meine, man kann die sicher auch zentral irgendwie laden noch irgendwie. Das und in Nordkorea sowieso, Südkorea, nicht Nordkorea sowieso, und naja. Ja, dann sind wir schon bei dieser Gerätediskussion, also Kindle, Tablet oder Notebook oder Netbook und dem nächsten Problem, den technischen Fortschritt. Das heißt, also wenn das jetzt schon 2 Jahre alt ist und Sie hoffen, dass es in 2 Jahren mit Touch ist und die Schule verwenden möchte, dann braucht man auch Farbe, weil jetzt sind wir endlich so weit, dass die Schulbücher bunt sind, also farblich markiert sind. Dann braucht man das auch in Farbe und wenn ich mir jetzt hier den Tablet habe, in 3 Jahren ist der schon wieder ganz so anders und mit den Generationen sind wir eben so. Also wenn wir es jetzt für die Schule haben wollen, muss man eigentlich gucken, was will man, zu welchem Zeitpunkt wählt man die Sachen und was will ich damit machen. Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage, das kommt ja immer mit technologischer Wandel, was nehmen wir? Ja? Ich glaube, dass Schulen es nicht schaffen werden, immer auf technischen Stand zu sein. Ganz unmögliche Möglichkeit. Das heißt, die IT wird erst dann kommen, wenn tatsächlich die Schüler ihre Geräte gekauft haben. Dass Eltern nicht 100 Euro für einen Taschenrechner ausgeben, sondern 100 Euro für ein Pad oder sowas. Ja? Anders wird es nicht gehen. Also, ja, das ist auch so. Geht. Das zeigt sich ja bei uns schon. Ist auch also letztendlich, die kaufen sich in der 8. Klasse ein Gerät und in der 10. Klasse hat vielleicht noch ein Drittel der Leute das gleiche Gerät. Die haben sich alle schon was anderes gekauft. Weil die kaufen sich ja alle diese Schulbücher nochmal doppelt neu. Also was du Geld ausgibst, das Elternteil, das macht ja sogar meine Frau, obwohl es kompletter Blödsinn ist und meine Tochter extrem gut ist. Aber wir haben ja diese doppelt gekauften Schulbücher zu Hause. Also vollkommener Irrsinn, aber ich setze mich da nicht durch. Also das heißt, die geben ja unfassbar viel Geld aus. Das ist ja alles komplett für also bei manchen ist es möglicherweise sogar sinnvoll, aber in Wirklichkeit ist es ja totale Verschwendung. Also dafür ein Tablet und kein Problem mehr. Also wenn man an dem Punkt, also wenn man das so machen möchte, dass man dann eigentlich für die Schule eigentlich so eine plattformübergreifende Ebene schaffen müsste als PDF oder als Text mit dem Text. Nicht PDF, bloß nicht. Das Ding kann PDF lesen, aber PDF ist nicht richtig schön. Aber man kann es auch bearbeiten, man kann es annotieren, wenn wir bei dem Punkt sind. Man kann damit sehr viel arbeiten. Der wäre dann nicht dein Grund, da muss ich das. Bayerischen Staatsministerium oder Kultusministerium, da irgendwie eine Oberfläche zu schaffen, die den Austausch dieser Daten ermöglicht. Ja, das soll ja diese Bildungscloud ansatzweise tun, aber das wird natürlich extrem interessant, wie die sich das vorstellen. Also ich bin da sehr. Aber dann müssen wir auch unabhängig von den Geräten, da können wir mit dem Netbook arbeiten. Genau, auf die Gerätefrage antworte ich dann nachher noch. Genau. Ich habe so, ich kenne dieses E-Mail, aber ich stelle mir so, wie finde ich das eigentlich alles wieder, was ich gelesen habe? Das ist schwieriger. Wie strukturiert? Kann ich das ordnen nach Fächern als Schüler jetzt oder muss ich, wie finde ich das?
Nee, man kann schon ordnen. Es gibt eine Art Foldersystem, es ist halt eine Liste. Ne? Und ich habe im Moment 7 Seiten sozusagen, Inhaltsverzeichnis, weil ich diese ganzen Blogposts halt, aber ich lade auch viel drauf, also der Schüler macht das ja gar nicht. Also das sind nicht so viele. Der Schüler hat 3 Seiten Maximum gelistet. Und ich kann die Dinge aber sortieren, also ich kann sie zuordnen. Also das heißt, der liegt dann in dem Folder Biologie oder was zum Beispiel. Also das geht. Also für Schüler, sage ich mal, das ist absolut handhabbar. Für manische Vielleser hat das Ding ein Verwaltungsproblem also mit der Zeit. Ich kann mir vorstellen, man hat so 5. Klasse, 6. Klasse Deutsch, 7. Klasse Deutsch, das gibt so eine Strukturierung, damit sich das so sammelt. Das geht. Biologie, 7. Klasse, Biologie, 8. Klasse, sowas geht. No, also jetzt findet man nichts mehr. Kein Problem, geht. Zur Technikfrage, das finde ich eine ganz wichtige Sache, weil die auch vorgestern, wo ich da war, schon immer aufkam. Ich habe das Gefühl, als ob wir tatsächlich eine Schwelle überschritten hätten. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir archetypische Geräte haben, die für sich funktionieren und im Grunde komplett sind. Also das iPad, würde ich jetzt mal sagen, das wird nur dann unbrauchbar, das iPad 2, wenn die sich neue Formate erfinden, die das Ding einfach nicht mehr abspielt, dann haben wir ein Problem. Solange HTML5 und Text funktionieren, solange geht auch das iPad sozusagen. Der Kindle als Textabspieler, der spielt halt, ja, da gibt es immer das Problem mit den EPUB-Büchern, das muss man erst umwandeln und so, aber er kann Textdateien spielen, das wäre jetzt für uns zentral wichtig in der Schule, Textdatei ist das Beste. Die E-Book-Formate, sage ich jetzt mal pauschal, kann er auch. Es geht jetzt auch nicht um Kindle oder nicht Kindle, kann ja ein anderer E-Reader auch sein. Also, das ist ein archetypisches Gerät. Ob ich da jetzt Touch blätter oder so blättere, ist ehrlich gesagt wurscht. Behaupte ich mal ganz einfach. Ja, ich komme da ein bisschen weiter. Also jetzt für Deutsch denke ich mal, Englisch und sowas ist das okay. Für Biologie, Chemie oder ähnliche Sachen, da brauche ich andere Medien. Das heißt, also ich brauche Videosachen, ich brauche Animationen, ich muss ja was erstellen können. Genau, nein, vollkommen klar. Ich bin nicht sicher, wie es mit E-Readern ist. Also es ist ein seltsames, hybrides Ding. Also wenn wir einfach noch Bücher, wie wir sie gewohnt waren zu haben sozusagen, dann werden die einfach sozusagen quasi digital als Buch hergestellt, dann kann ich sie auf einem E-Reader tun und dann habt ihr auch die angenehme Gefühl, obwohl wir gerade gelernt haben, dass der Kindle das auch rücken kann, dann haben sie das Gefühl, das ist jetzt sozusagen sicher und eingeschweißt und Preisschild drauf und so. Also nicht das eklige Internet sozusagen. Ne? Im Tablet ist es ja schon wieder viel flüssiger alles. Aber gut, also ich persönlich würde den E-Reader immer verteidigen. Ich finde immer, den sollte man auch noch im Schulranzen haben. Es ist ja, du hast da nichts mehr drin. Also ein E-Reader geht sich immer aus. Ja. Aber es ist immer auch ganz ehrlich, es wird sich nicht durchsetzen. Wir können die Akzeptanz bei den Schülern ist mit Sicherheit nicht vorhanden. Ja, das ist glaube ich auch. Ja, die Eltern zahlen das Ding, wir als Schule können uns das auch nicht leisten, weil wir dann für dieses Geld schon wieder noch einen Netto mehr bekommen. Also ein E-Reader wird es nur dann geben, wenn das Bayerische Kultusministerium oder wer immer da entscheidet, sagt, wir machen das wie so wie Russland und wie jeder kriegt halt sein Schulbuch und da ist alles drauf. Dann gibt es das und sonst wird es nicht geben, glaube ich auch. Warum lehnt ihr das jetzt ab? Ich meine, wenn ich das überlege, das kostet so 50, 70 Euro oder was, 100 Euro, glaube ich, so ein Ding. Das ist doch nichts, wenn ich mir überlege, ich kann von der 10. Klasse, habe ich einen geordneten, also ich gehe jetzt von Deutschlehrer aus, ne, habe ich einen geordneten Lehrplan, ich kann 80% der Literatur, die in der Schule gelesen wird, auf diesem Ding abspeichern und bearbeiten. Und das brauchen die Akzeptanz der Eltern, die das dann kaufen sollen. Das liegt an mir. Sie kaufen eh schon Lektüren. Ja. Aber das ist doch jetzt ein sehr gutes Problem. Englische Deutschlektüren ist bereits da und der Rest kommt aus Gutenberg. Also ja, gerade von der 7. Klasse an wird auch schon klassische Lektüre gelesen. Man kann also eigentlich fast den gesamten, also 80% der Literatur, die in Deutschland gelesen wird, immer der gleiche Zeug oder mal stopfen. Ja, also ich habe in meiner 10. Klasse habe ich 10 Schüler drin, die haben das neueste iPad. Die lesen das da auch. Wieso sollen die sich noch so ein Ding anschaffen? Du machst ja nichts, dann lesen sie es auf dem iPad. Ja, dann haben wir Laptop. Also ja, dann lesen sie es auch auf dem iPad, das passt ja. Also ich persönlich verteidige das Ding immer, aber im Grunde bin ich da auch völlig offen. Also ich würde sagen, wer auf dem Laptop lesen will, soll es tun, wobei das schwieriger ist. Aber in der Praxis werden sie iPad und iPhone benutzen. Meistens. Und dann geht es immer ums Geld auch letztendlich. Schüler wollen immer kein Geld ausgeben für die Lektüre, je billiger, desto besser. Und dann sagen die auch, da lade ich mir das illegale Netz runter. Das ist legal. Lektüre ja legal. Ja, wobei so Neuerscheinungen, also ich habe Schulen gelesen zum Beispiel, ja, das ist nicht legal, aber die Schüler haben, das hat sich rum, einer hat es runtergeladen, alle hat es Ruhm von Kämann. Ah, okay, das haben die nicht. Das haben die runtergerichtet, okay. Und ich war der Einzige, der am Schluss ein Buch in der Hand hatte. So. Ja, nein, also das Problem müssen wir. Es ist ja nur eine Frage der Verantwortung. Irgendjemand muss es verantworten. Solange ich es nicht bin, ist es mir im Grunde wurscht. Ich will ja das Buch lesen.
Okay, also da ist jetzt die Frage mit diesen Rechten, haben wir ja auch noch gehabt, aber ich klammer sie erstmal ein, weil erstmal müssen wir überlegen, was kann man überhaupt machen oder wo läuft es hin. Und es wird meiner Ansicht nach ein Tablet rauslaufen, da ist, glaube ich, es wird so stark sein, dass das kaum verhinderbar wird. Und Tablets sind ja Multifunktionsgeräte, während der E-Reader, der kann halt dieses Ding, also der konzentriert dich auf diese Funktion. Das